Dank der Gütsig 2255. Gipfel heuler hinten offen, Gipfelbuch und allen drum und dran. Bergfrei, der Rückblick auf eine ziemlich unangenehme Steinerritschen. Bei Nässe macht das gar nicht so viel Spaß. Schauen wir mal, wie es da so ausschaut. Ja, geht eh. Meine Mama hat in dem Gebiet schon Bekanntschaft mit Kreuzottern geschlossen. Hallo und Grüße aus St. Gitter Neuwalde. Ich bin Flatterbauer und heute geht's auf die vierte Etappe und vermutlich den Höhepunkt des Dreisenthaler Rundwanderwegs 655. Und da nehme ich euch einfach mit, weil wir sind an der Hauptstraße. Und Gott sei Dank kommt zwar jetzt keiner, aber das kann sich jederzeit ändern. Da wären noch Schienen, die früher mal mit Zugverkehr bis Kernhof gegangen sind. Für die Eisenbahnhistoriker unter euch. Da einwärts läuft bei Langeau die Außenstation und vor allem der Gipfel. Genau der Felsmuggel da vorne ist es. Und auf dem werden wir heute auch nach oben stehen. Also immer noch alles gut markiert. Gipfel, rot, ist kein schwerer Steig. Mag man angesichts des Geländes da vorne gar nicht glauben. Gerade diese Einsattlung, die man da sieht, wo die Wände dann so wirklich einen Knick machen, so V-förmig, nicht zusammen. Ja. Die erreichen wir. Ja, wo wir uns schon gewundert haben, wo die ganzen Autos überall hinfahren, die fahren zum Zögernitz, offensichtlich. Da kann man nämlich parken und zum Gipfel aufsteigen. Gipfel, Treibsteig in 2-3 Viertelstunden, ne? Zögernitz auf 720. Wir sind dem Gipfel entscheidend näher gekommen. Zu dem Gipfeltörl geht unser Steig hin. Der ist total in Ansätzen erkennbar auf dieser Freifläche. Da sieht man den Zögernitz, wo wir vor mehr als einer Stunde weggegangen sind. Ich habe bei dieser Kehre sind die Hälfte der Höhenmeter auf den Gipfel geschafft. Und 2/3 der Kilometer, sogar schon mehr. Waschstraße lädt zu einer kurzen Rast. Da sind wir jetzt ziemlich genau auf 1200 Meter. Und man merkt schon, dass das Gelände ringsum ziemlich aufsteilt. Und dann irgendwann einmal später wird man da an der schwächsten Stelle diesen felsigen Abhang queren. Jetzt kommen die Wände und das Dörl immer näher, schau. Am Berg, da warst du gern daheim, das war dein großes Glück. Da wirst du nie alleine sein, hier kehren wir stets zurück. Grand A-Wasser. Also da wäre auch eine Quelle da unten bei dem Schlauch, aber der würde jetzt nicht allzu viel trauen. Der Treibsteig ist wirklich wunderhübsch angelegt. Ist nie irgendwo ausgesetzt. Es ist richtig cool gemacht. Aber felsig wird es zum Teil schon, gell? Ja, was sich von unten an nicht so wirklich erschließen wollte, nämlich wie das denn da geht durch diese abweisenden felsigen Abhänge, das ist jetzt greifbar. Genau diese grüne Rinne hinauf. Jetzt sind es in Serpentinen. Da, was ich jetzt wirklich nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll, haben wir der Natur ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Ganz Ängstliche hätten da außerdem ein Seil, wie zum Beispiel, wenn man es beim Ausweichen oder so braucht.
Ja, der Treibsteig mit seinem wunderschönen Blumenschmuck und der ganz, ganz herrlich angelegten Trasse. Das ist wirklich ein Highlight auf dem Traisenthaler Rundwanderweg. Das Gipfeltörl ist sprichwörtlich ein Törl, die Gütsig 2255. Gipfel heuer hinten offen. Essen und trinken wir gleich auf euch. Montag ist zu. So, Gipfel in einer halben Stunde und die Kölner Hütte in 3,5 Stunden. Wie gesagt, vom Gipfel aus ist 3 Stunden. Ne? Und da haben wir nämlich noch zusätzlich einen Briefkasten. Schau, zum Oberstberg und Dreieck-Sattel. Auch Samstag, Sonntag und Feiertag Leerung. Na, ganz, ganz sicher. Bin ich mir da bei den Brustposten allerdings. Ging an der Affe der Markierung 6,22 und 6,55 folgend. Ja, im Zustieg zum Gipfel jetzt schon herrliche Ausblicke da. Schneefelder sieht man noch. Das muss das Hochschwabmassiv sein, meiner Meinung nach. So, da direkt durch die Bahn durch sieht man schon das Gipfelkreis. Jetzt ganz großflächig da bei den Latschen. Ist ein Nadeljahrgang braun geworden. Das schaut nicht gut aus. Da wird es uns später weitergehen, nämlich in Richtung der Göller Hütte. Und da den Aufstecher zum Gipfel, den machen wir aber. Ne? Da sind erstaunlich dunkle Wolken. Und dazwischen immer wieder ein bisschen Sonne. Wie gemein. Ja, wie es sich für den Schlussanstieg gehört. Da ist es nämlich steiler und felsiger. Wenn man ganz genau schaut, dann kann man durch die Latschen durch das Gipfelkreuz erspähen. Äußerst günstig ist es, dass wir da den Gipfel erreicht haben. Mit Gipfelbuch. Und da drum und dran. Bergfrei. Jetzt eine kleine Vorschau, schau. Auf den Schnalzstein und da drüben den Göller. So, der Gipfel war gut besucht, wie man sieht. Die Sonne haben wir auch noch gekriegt. Und wir machen uns wieder am Abstieg. Jetzt auch da Göllerhütte. So, also da hinunter, auf wenig ausgeprägtem Steig. Ja, das sind zum Teil hohe Stufen. Mit den kurzen Stummelbeinchen eine Herausforderung, aber das Gelände wird leichter. Genau, der gehört natürlich so um, weil da ist die Kurvenmarkierung. Ne? Mühsamer Abstieg, ein bisschen aufpassen muss. Ja, und geht. Da vorne allerdings noch unangenehmeres Gelände. So, hinter mir verschwindet ein ziemlich unangenehmes Steigsegment. Da geht es nämlich sehr steil bergauf und ist zum Teil rutschig auf Platten. Das ist fast bis jetzt die schwierigste Stelle, gell? Das ist da zum Teil unangenehm, immer noch. Zwar nicht wirkliches Abschutzgelände, aber ausrutschen sind wir trotzdem noch. Und vor allem ist da, wo wir jetzt gehen, auch locker. Der Rückblick auf eine ziemlich unangenehme Steinritschen. Glaubt man gar nicht. Bei Nässe macht das gar nicht so viel Spaß. Einfach nur aufpassen, da verliert man den Blick aufs Wesentliche, nämlich warum der Steig so verläuft und auch warum da unten so viel Schotter ist. Felsen. Da unten jede Menge Steine. Naja, wo werden die wohl herkommen? Hm? Wir haben es aber jetzt bald geschafft. Das ist also eine Stelle, wo diese alte Versicherung fast ein bisschen im Weg ist, aus meiner Sicht. Geht's auf jetzt. Aber jetzt ist es dann bald geschafft. Wir sind jetzt da wirklich entlang vom Kamm und damit pfeift es da mehr als eigentlich am Gipfel, gell? Ja, da sind wir jetzt bei einer Einsattlung und bei wirklich wesentlich angenehmeren Gelände als vorher. So, der Sattelpunkt ist erreicht auf
ziemlich genau 1400. Voll wie Schalm, sagt er. 1490 kommt mir seltsam vor, ganz ehrlich gesagt, weil die Karten sagt was anderes. Aber naja, schauen wir mal. Wir kommen vom Gipfel. Wir wollen zum Waldhütsattel und weiter zur Göllerhütte, die man in 2 Stunden erreichen könnte. Oder eben zur Hofalm. Dann probieren wir es mal mit Hofalm. Und außerdem haben wir da ein historisches Schild auf dem Baum drauf. 6,55 Dreisenthaler Rundwanderweg. Nach Haus. Keine Kosten und Mühen gescheut mit der Markierung. Hä? Inzwischen sind wir da auf Steigspuren noch mehr unterwegs und finden keine Markierung. Wir sind aber richtig. Ich glaube, da war auf die Bäume markiert und die Bäume sind leider weg. Steig ist nur in Spuren vorhanden. Trotzdem Glück wieder aber ein bisschen auf den Steinen markiert. Ja. Ist ein hübscher Abschnitt, aber zum Aufpassen. Ein Wort der Warnung noch, wer da unterwegs ist. Ein bisschen aufpassen, was hingreift oder was hinsteigt. Meine Mama hat in dem Gebiet schon Bekanntschaft mit Kreuzottern geschlossen. Das muss nicht unbedingt sein. Da kam es mir an. Ich mag es nicht mehr wissen. Und wenn es wahr ist, dann ist da der höchste Punkt. Da vorne hat man eine Aussicht auf den flachsten Gipfel, den ich jemals gesehen habe, und zwar den Schnaltstein. Er trägt ein Kreuz ganz da auf seinem äußersten rechten Ende. Und da im Wesentlichen kann man oben Fußball spielen. Jetzt, weil ich gerade geredet habe von wegen Kreuz, hat er zisch, zisch macht es. Die fühlt sich nicht wohl. Eine Rückschau auf die Gamsmauer. Da waren wir oben. Und da sind die Markierungen. Also wir können da tatsächlich auch über diesen Buckel da drüber. Das lässt nichts aus, gell? Ja, den Schnaltstein kommen wir immer näher, aber den Schnaltstein überschreiten wir gar nicht zum Glück. Den umgeht man da auf der Wiese da drüben. Wir steigen jetzt einfach da der spärlichen Markierungen in Richtung der Hofalm ab. Und man kann sich selber davon überzeugen. Also ich sehe da keinen Steig, ich sehe, dass da Leute gegangen sind. Wir haben die Einkehr auf der Hofalm jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Tageszeit doch sein lassen und wenden uns direkt dem Göllerhaus zu. Und dazu müssen wir dann noch über diesen Buckel. Und die Markierung macht sich zum Teil rar. Also bei Schlechtwetter wäre das eine ziemlich blöde Sucherei. Gut getarnt durch das kleine Bäumchen, das da hochkommt. Schon. Es ist eh markiert, nur die Abstände sind groß und die Richtung des Steigleins ist zum Teil nicht immer klar. Der Schnaltstein ist gar nicht so flach, das ist dann doch irgendwann einmal ein Stein. Auf der anderen Seite ist er ein Schnalzboden. Da drüben sieht man dann schon die Seilbahnstation von der Materialseilbahn und oben das Göllerhaus. Ein weiterer schöner Tiefblick auf Kernhof und ein anderer schöner Tiefblick auf den nahen Waldhütsattel. Ja, da kommt man auf einen Boden. Das ist aber noch nicht der Waldhütsattel. Immer noch hat man einen wunderschönen Blick auf den Gipfel zurück. So, die Kuhsperre hält uns nicht ab. So, da. Der Waldhütsattel ist erreicht. Und damit beginnt der Aufstieg zum Göllerhaus. Auch vom Waldhütsattel hat man einmal einen wunderschönen Blick in Richtung Gipfel. Drüben ist jetzt zu sehen kleiner Göller im Vordergrund, großer Göller im Hintergrund. Und das Nasal, das man da durch den Wald erkennen kann, da ist jetzt die Göllerhütte oben. Das heißt, der Hüttenwirt mit dem Auto bis dort hingefahren, hat seine Sachen aufgetransportiert und
so lieb die Hütten. Oh, also wir haben das Gölderhaus erreicht. Und zu unserer großen Überraschung gibt es dann ein Zimmer für uns. Das erspart uns jetzt noch 1,5 Stunden Aufstieg auf den Göller-Gipfel und ein Biwak. War doch sehr anstrengend, dadurch, dass die Wegbeschaffenheit ein bisschen ungut gewesen ist. Und von daher, glaube ich, müssen wir uns da nicht genieren. Da hat man einmal einen wunderschönen Blick zurück. Schon. Unglaublich. So, das war es jetzt von der 4. Etappe vom 13-Taler Rundwanderweg. Ich bin gerade dabei und weiter geht es für euch hoffentlich auf der 5. Etappe. Und falls nicht, vielleicht sieht man es immer von einer anderen Tour. Aha. Da haben wir eine Runde verschmiert. Da haben wir verputzen. Gehen wir mit einer Gedenktafel. Woran wir da wieder denken sollen. Ja? Gut ist manchmal das Gegenteil von gut gemeint. Oben um mich und um mich. Ich stehe bis zu den Waden in einer Kuhflade. Auf der Alm und zumal meinen Halm. Der Zielpunkt ist da drüben. Schau, die Markierung ist ein Zielscheiben. Hast nicht Lust auf Forststraßenradschauen auf den ganzen alpinen Steigen heute? Es schaut von da jetzt bald zum Greifen nahe aus. So lange offen habe ich da nicht. Bergfrei vom Gipfel des kleinen Göller. Willkommen von der beliebten Motorradstrecke über das Kirchenhofer Gscheid.